Kommst du jetzt nicht mehr raus? Verdammt. Jetzt hat er den. Ah, gab's wieder einen Kappa-Spam? Alles klar. Okay, okay, okay. Ich merke schon. Ihr findet das lustig, dass der Kappa mich triggert. Okay. Okay, okay, okay. Lecker Apfel, guck mal. Okay, ich wollte gerade dem Apfel hinterher springen, ich mach's doch nicht. No Balls Toby Nature. Toby. Ich heiße jetzt Toby. Das könnten auch ihre Brüste sein, die Arme, ne? Nein, ich wollte keine. Nein, 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 warte. Ich wollte die Ausdauer. Weil die Herzen haben wir durch den Herzcontainer jetzt eben schon aufgefüllt. Ich hätte jetzt gern bitte Ausdauer. Tobi glänzt wie eine Meerjungfrau. Ist aber tatsächlich kein Schweiß. Das ist nur meine fettige Haut, weil ich nur McDonald's fress. Nein. Doch. Nein. Das ist meine ölige Haut. Es gibt ölige Haut und es gibt trockene Haut. Und ich habe ölige Haut. Das habe ich schon oft erklärt. Warum glänzen Meerjungfrauen? Woher weißt du das? Bin ich hier richtig? Nein, bin ich nicht. Tschüss. Übernachtung, da gibt's Nahrung, hier gibt's Waffen, oder? Weil wir bräuchten fucking Pfeil, Junge. Guten Tag. Ach, die Alte ist das wieder. Hallo. Hey. Oh. Ah, die war das, genau die. Ja. Die mir echt komische Sounds macht. Genau die. Okay, was haben wir hier? Feuerpfeile. Brauchen wir aber, glaube ich, keine. Nö, die lassen wir hier. We don't need them. Platin-Keks, Alter. Warst du nicht der Nörgler vorhin, dem das nicht gepasst hat in das Game? Tobi schwitzt Frittierfett aus. Du bist aber crunchy, Junge. Was ist denn bei dir los? So, pass auf. So, warte mal. Ablegen. Zack. Lalalala. Ach so, er hat Probleme, sich auszudrücken. Na, okay. Dann ist er gut. So. Pass auf, wir gehen mal kurz hier hin. Wo waren wir denn jetzt gewesen? Wir waren hier, ne? Ich meine, wir könnten jetzt probieren, wenn wir jetzt hier am Flugplatz sind. Da ging es aber nicht mehr groß weiter, oder? Ging es da noch groß weiter? Guck mal, jetzt haben wir einen Vogel und den Elefanten da fliegen bei den Titanen. Voll gut. Und der Chat hat sich auf dem Handy schon wieder aufgehängt. Kann ich ihn da jetzt auch ausmachen. So, pass auf. Ging es hier noch groß weiter? Weil theoretisch gesehen, hey! Nächstes Mal hab ich dich. Weil theoretisch gesehen ist ja hier noch so ein Dingens, ne? Ihr seht, was ich meine, ne? Da geht's ja theoretisch gesehen nochmal weiter. Oder? Ja, da geht's nochmal weiter. Aber wo geht's da weiter, ist die Frage. Wir laufen mal den Weg hier bis zum Ende lang. Vielleicht kommt da ja noch eine. Da vorne kommt eine Hütte auf jeden Fall. Ist das Hagrids Hütte? Guck mal, seht ihr das? Da vorne ist aber so eine Hütte. Hä? Was? Wo hat's geleuchtet? Ziegenvieh? Was? Was ist das?
keine Ahnung. Wir gehen jetzt erstmal hier gucken, was hier so ist. Da war schon mal ein Lagerfeuer. Hey! Hey, was geht? Die Sterne sagen mir, dass du eine schwere Brüde trägst. Doch ein Blick auf das, was dich erwartet, könnte deine Sorgen mildern. Soll ich dir die Zukunft vorher sagen? Ja, hau raus. Ja, das ist wieder so ein Viech, was uns jetzt gleich attackiert, ne? Mit seinem Sichel. Dann höre meine Worte. Ich sehe Dunkelheit. Dunkelheit, die dich verschlingt. Wenn dein Leben nicht erlischt. Stirb. Ja, ja, komm. Komm, du Arsch. Oh, oh. Oh, blöd. Einfach so gestorben. Nicht gut. Wenn dein Lebenslicht erlischt. Ja, hat ja gut geklappt. Bruder. Ach, die Hütte von dem Typen. Oh, da hat eine Truhe hier stehen. Geil. Ein Meteorstab. Wow. Ich glaube schon, dass in unserer Tasche Platz dafür ist. Guck nochmal genau nach. Ja, komm. Weg mit der Lächterwanze, wollte ich gerade sagen. Oh Gott. Weg mit der Wächterlanze. So. Und wir nehmen mal was anderes außer das Ding hier. Nehmen wir die Keule. Gefrorenes Wild. Ach, lecker. Guck mal. Ach, schön. Ja, okay, das war jetzt so zwar nicht geplant, aber okay. Gut zu wissen, dass das geht. Dass man einfach mal so die Lanze anbürden kann. Warte mal, wo geht's da hin? Kletterfahrt Heberberge voraus. Okay. Da wir es ja mittlerweile können. Let's go. Wir werden jetzt nochmal gucken. Frosch 201, sehr geiler Nickname. Feier ich ein bisschen. Wir werden jetzt mal gucken, wir gehen jetzt nochmal hier nach oben. Guck mal, wo wir dann noch hinkommen, aber ansonsten würde ich dann auch bald, also wirklich relativ, komm her. Relativ bald tatsächlich Schluss machen. Ich wollte eigentlich noch, ich habe noch zwei Fernasch die Weltboxen hier stehen. Und da würde ich halt gern langsam mal ein Unboxing zu machen. Unboxing. Bevor die jetzt hier weiter vor sich hin gammeln. Na ja, komm. Na du Arsch. Tschüss. Ja. Wie gesagt, da würde ich ganz gerne jetzt noch ein Unboxing dann aufnehmen oder zwei. Bevor das da halt noch so, ja, weiter vor sich hingammelt und vielleicht tatsächlich irgendwann, irgendwann nicht mehr genießbar ist und das wäre sehr ärgerlich. Ach, guck mal, jetzt sind wir hier in den neuen Gefilden. Alles klar, vielleicht finden wir den Turm ja hier noch. Wer ist da? Hey! Lass das! Okay, das ist wirklich, das ist frech. Freundchen, das ist wirklich frech, was du hier machst. Ah, okay, das ist die Nummer. Ah, du kriegst mich nicht. Ah, ich kann nämlich fliegen. Tschüss. Das sind die Mistviecher, die kriegt man ja wieder nicht platt. Ich weiß, da gibt es irgendeinen Trick, aber ich habe jetzt keinen Bock. Ich hau ab. So ein frecher Stein. Ja, aber echt. Ich baue dann mal die Äpfel hier weg. Und noch so ein Hyrule-Gras. Hier, komm. Zack. So. Dann speichern wir mal eine Runde. Hey. Mann! Wir speichern. Ich habe irgendein Grummeln gehört. Ich habe Angst. Wer war das? Hallo? Das hört sich nach einem Hinox an. Okay, nicht ganz, aber ich glaube, die sind trotzdem, das sind zwei nicht ganz so freundliche Zeitgenossen. Wir haben doch bestimmt noch, ja, haben wir noch, guck mal. Wow. Shit. Okay, ich sollte vielleicht meine Bombenpfeile nicht so verscherbeln. Aber, hey. Den Dicken da irgendwie habe ich das Gefühl, dass der übel ist. So, komm mal her.
Hey! Boah, hat der Damage gemacht. Krass. Wow, okay, wie gesagt, wir müssen halt ein bisschen aufpassen. Das Problem ist natürlich, dass wir hier jetzt gerade keinen wirklich guten Schutz haben. Na komm, baller weg. Den haben wir, sehr gut. Warte. Okay, komm her, du Pisser. Nein! Wow! Alter! Mistratte. Elende. Okay. Pass mal auf, ich kenne da nämlich jetzt nichts. Geht mir jetzt gerade mal fett am Arsch vorbei. So. Mann. Ja, wie gesagt, dadurch, dass wir halt natürlich kein Dings hatten, also keine gute Rüstung haben, wir müssen diese Ori-Rüstung, die wir da bekommen haben, auf jeden Fall mal aufwerten, glaube ich. Das wäre nicht schlecht. Das ist so eine Kiste hier, oder? Kann man die aufmachen irgendwie? Vielleicht, warte mal. Nein. Warte. Falscher Knopf. Und nochmal. Nee. Okay. Gut. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ein Hirsch. Arschloch. Pisser Arschhirsch. Hirsch. Aber kein freundlicher Hirsch. Finde ich nicht gut. Okay. Oh, guten Tag. Guten Tag, warum sind die denn so assi hier oben? Das sind die Hillybillies aus den Badlands, Alter. Die sind richtig... Richtige Arschgeigen sind das hier. Das ist wie wenn du in so ein texanisches Dorf kommst, weißt du, wo sie alle gleich aussehen? Und die auch alle miteinander verwandt sind. Was war das denn? Aha, guten Tag. Überlegst du dir das nächste Mal zweimal, ob du die Geräusche machst? Ach nö! Boah, Alter, krass, die machen einen Damage, ne? Okay, tschüss. Oder, ach, das ist der scheiß Bogen von dem Pisser. Das ist ja wohl die Frechheit, wa? So. Oh. So. Nun aber. Ach, guck mal, der baut sich wieder zusammen, die Sau. Das glaube ich ja wohl nicht. Boah. Mann, wieso drücke ich mit dem falschen Knopf? Wir hätten dringend mehr... Wir hätten Essen mitnehmen sollen. Ich glaube, das wäre nicht verkehrt gewesen. Hä, was denn? Was ist der süße Hund? Der wollte mich auch angreifen. Seht ihr das alle nie? Die sind durchweg aggressiv. Also wirklich aggressiv mir gegenüber. Ich glaube, ihr wollt das alle nicht sehen. So, wo ist hier der Turm? Gibt's hier keinen Turm? Doch, hier muss es doch einen Turm geben. Als ob hier kein Turm ist. Hm. Also normalerweise leuchten die einmal gelb, ne? Aber hier ist gerade irgendwie nicht so wirklich gelb. Das Einzige, was hier gelb ist, ist meine gefrorene Pisse hier oben, nicht?
Na gut, das Ding ist, es ist halt echt ein großes Gebiet, ne? Ich meine, das kann überall sein. Theoretisch auch da oben. Und da, pass mal auf, wir haben ja jetzt hier die Möglichkeit. Warte mal. Pass auf. Ja! Ja! Hoch da, ne? Hoch da! So. Na, was willst du von mir? Verpiss dich. Muss dich auch noch töten. So wie deine Hessloden, Freunde. Okay, wir gehen mal auf den Absatz da oben. Hier hin. So. Und go! Tada! Oh, da ist wieder so ein Viech. Vorsicht. Aber hier ist kein Turm oder was? Verstehe ich nicht. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch ein ganzes Stück weiter nach oben. Da vorne ist einer. Aber ist der noch hier in dem Gebiet, sag mal? Ja, ist er. Okay, ganz da vorne an der Ecke. Pass auf, folgender Plan. Wir werden jetzt heute noch da oben zu dem Baum versuchen zu kommen. Das machen wir jetzt noch. Einfach weil ich... Eine Frostlibelle, nice. Einfach weil ich selbst auch wissen will, was da oben ist. Und ansonsten, vor dem Viech habe ich ein bisschen Respekt, muss ich sagen. Die sind nicht ohne. Ist natürlich schade jetzt. Hey, ein Hirsch! Arschloch. Ist natürlich ein bisschen doof jetzt, dass wir nicht mehr unser Dings haben jetzt, ne? Das zum Fliegen. Das ist natürlich richtig nice. Und das Problem ist halt auch... Es ist noch ein sehr, sehr weiter Weg bis nach da oben. Ein sehr weiter Weg. Aber... Dafür brauchen wir natürlich Proviant. Und den... Oh, Alter, dreimal wild bringt so ein Hirsch. Okay. Benutzt dein Gehirn. Verstehe ich nicht. Ein Elch, ach so. Ja, gut, Elch oder Hirsch. Ist doch das gleiche, oder nicht? Du kennst die Geschichte, ne? Besser ist das. Hau ab. Verpiss dich, sonst spalte ich dir den Schädel. Du alte Kartoffel. Du lässt mich gar nicht so angucken, da. Okay, man kommt hier aber relativ easy nach oben. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ich darf ein bisschen wieder klettern. Was geht? Hirsch oder Ölch? Richtig. Am Ende gibt's halt einfach Wild. Und das ist gut. Ich liebe Wild. Nee, tatsächlich gar nicht. Ich esse Wild eigentlich überhaupt nicht. Also auch in echt, so mit Preiselbeeren und sowas. Nee. Das ist überhaupt nicht meins. Also es gibt viele Leute, die es gerne essen. Aber das ist jetzt was so, sowas, wo ich überhaupt nicht. Digga. Nervig. Ah, ich bin eingefroren. Warte mal. Jetzt. Oh. Shake that booty. Shake that booty. So, da oben ist der scheiß Baum. Da hat er so ein. Kackbalk noch erzählt, dass er da oben ein Geheimnis hatte. Der Opa, der hinterher geflogen ist. Wo er seine Zähne verloren hat bei dem Flug noch da oben. Was ist hier? Moin. Okay, was ist mit dem Baum? Der hat ein Band da drum herum gebunden. Okay, warte mal. Ich lese nur mal ganz kurz, was da stand. Ich weiß es nämlich gerade nicht mehr.
Molly im Dorf der Ordnung hat ja über was mit den einsamen Zeder in Heberbergen erzählt. Das war einmal, da saß mein Opa. Achso, warte mal. Ich aktiviere das mal. Ist er. Das ist aber der Baum hier oben, oder? Was hat da gestanden? Das ist doch der Baum. Das ist weit und breit der einzige Baum auf dem Hügel. Mann! Weißer Vogel, okay. Dein fucking Ernst, Junge? Dein fucking Ernst? Das ist wirklich dein fucking Ernst, Junge? Okay, hat nur einen Fisch dabei gehabt. Keine Ahnung, warte mal, im Nord. Wo soll der Vogel gewesen sein? Wo hat er den gesehen? Alter. Riesiger weißer Vogel. Im Nordwesten. Nordwesten müsste er dann hier sein. Ah, ich sehe da alles nur keinen Vogel. Such den weißen Vogel im Schnee. What the fuck? Okay, warte, ich speichere mal. Also ich fliege jetzt nach Nordwesten und ich sehe immer noch nichts. Bin ich auch einfach blöd oder blind? Keine Ahnung. Aber ich sehe hier definitiv keinen weißen Vogel. Levalis Sturm ist bereit. Mann, erschreckt mich doch nicht so. Habt ihr... Alter. Habt ihr da jetzt was gesehen? Ich lade gerade nochmal. Vorher Uno spielen? Ich glaube nicht. Bleib mir weg mit Uno. Ich habe das Rätsel aus Versehen mal gelöst. Okay, es ist also ein Rätsel. Das heißt, man kommt da jetzt nicht sofort drauf. Alter, wenn ich jetzt noch einmal die Home-Taste drücke. Warte. Okay, wir gehen nochmal kurz zu dem Baum hin. So. Ich glaube, wenn ich den Baum kaputt schlage, bringt es nichts mehr. Ne? Dann geht das nicht mehr. Aber wir haben gespeichert, oder? Warte mal. Revalis Sturm ist bereit. Ist die Quest jetzt für ein A? Also ist die Quest jetzt kaputt? Nein. Okay. Naja, läuft, ne? Was habt ihr gerade gesehen? Ich habe auch irgendwas gesehen, aber ich wusste jetzt nicht, ob das... Ernsthaft? Da unten. Da unten. Ist das der?
Ist das die dumme Mistsau, Alter? Ich hole gleich wieder Bombenpfeile raus. Hey, du Arsch! Hey! Wo ist die dumme Sau? Das ist doch nicht sein fucking Ernst, oder? Okay, warte, das lade ich nochmal. Aber das ist aber eigentlich kein weißer Vogel, oder? Ist das jetzt aber jetzt mal, ne, Butter bei die Fische, ist das... Alter. Ist das der Vogel, den die suchen? Weil das ist aber kein weißer Vogel. Questbeschreibung nicht wörtlich nehmen, ach so. Revalis Sturm ist bereit. Ja, ne, der arme Vogel. Ich hätte ihn fast gefangen. Das fand ich irgendwie lustig. Okay, warte. Keine Ahnung, ich raff's nicht. Vielleicht lösen wir es auch irgendwann mal durch Zufall. Ich weiß es nicht, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt gerade einfach zu blöd. Keine Ahnung, was. Hier ist kein Vogel. Also ein Vogel gibt's schon mal nicht. Da hinten ist einfach nichts. Ja, sind einfach Berge. Und da sieht auch, finde ich, nichts aus wie ein Vogel. Keine Ahnung. Das ist echt unlustig. Die Fläche davor sieht aus wie ein Vogel. Welche Fläche? Das da oder was? Meint ihr, ich soll einfach da hinten hinfliegen jetzt, oder was? Dahin. Ach, lol. Wo sieht das denn aus wie ein Vogel? Hä? Also, vielleicht habe ich einfach zu wenig Fantasie, aber das sieht doch nicht aus wie ein Vogel. Naja, ein bisschen vielleicht. Aber, Alter, aber ganz wenig nur. Sie. Federn. Ach komm, ganz ehrlich, das sieht aus wie eine Löwentatze oder sowas. Da unten ist ein Schrein, den habe ich gesehen. Aber das sieht doch aus wie eine Löwentatze oder sowas. Was? Guck mal da unten. Seht ihr den? Seht ihr den? Mein Abendessen! Scheiße. Oder auch nicht. Ah, Hilfe. Okay, wie komme ich jetzt da runter? Oh, da vorne ist so eine Maschine. Ach du Scheiße. Nicht lustig. Wie komme ich denn jetzt? Warte mal. Oh, der Wolf kommt. Hilfe. Wie kommt man jetzt da unten rein? Speichern. Ja, ja, speichern. Tschüss. War da unten reinspringen oder was? War das blöde Ding jetzt hier? Nein. Hey! Was für ein Idi.
Ach, da oben. Okay, warte mal. Ich lade nochmal. Ich drücke immer wieder den falschen Knopf. Ich lade nochmal. Ach ja, stimmt, die antiken Pfeile, die wollten wir ja auch mal ausprobieren. Aber jetzt nicht bei dem. Weil der macht ja keinem was. Der steht da ja einfach nur dumm in der Gegend rum. Und wenn er da Spaß dran hat? Warum nicht? Ich meine, wenn man sonst keine Hobbys hat? Dann ist das eben so. Ja! Geil. So. Muyosu Shino-Schrein. Geil, ich überspringe das gerade mal eben. Also die Endschen-Sequenzen, sowas, das kennen wir ja alles schon. Der einsame Baum. Ja, irgendwie ist die Home-Taste, weil die halt so direkt quasi drunter ist, unter dem Menü-Button quasi. Das ist total, keine Ahnung. Er macht das voll mit Absicht, auf jeden Fall. Willkommen, Pilger, mein Name ist Miyosu Shino. Im Namen der Göttin Hylia bist du geprüft. Okay, das ist uncool, weil... Ich meine, eigentlich hätte man doch jetzt theoretisch gesehen, wenn ihr mir nicht geholfen hättet, hat man doch dieses Rätsel hier schon gemacht. Wieso muss ich denn jetzt noch so eine verkackte Kraftprobe machen? Vor allem auch noch schwierig. Das ist wirklich uncool. Vor allem guckt ihn euch an, den Hässlohn. Den mag doch keiner. Mann! Okay, komm. Ja, damit. Verpiss dich. Okay, ich weiß nicht, ob wir gegen den ankommen. Ich glaube irgendwie nicht. Oh, warte mal. Ich muss gerade mal eine andere Waffe auswählen gleich. Warte mal. Wir hatten noch so eine geile Lanze gehabt, ne? Das Ding hier. Nein! Scheiße! Okay, was wird das jetzt? Arschloch. Na komm. Pissbirne. Warte mal. Boah, was wir dem Schaden gemacht haben, ganz ehrlich. Arschloch. Ja, komm, ich glaube, wir lassen das jetzt. Ich glaube, wir belassen das jetzt einfach dabei heute. Den werden wir jetzt sowieso nicht besiegen. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen assi. Ich finde es ein bisschen assi, weil wir haben ja eigentlich theoretisch gesehen schon das Rätsel gelöst. Ja. Also wir haben eigentlich das Rätsel theoretisch gesehen schon gelöst und hätten doch eigentlich schon eine Belohnung bekommen müssen dafür. Oder nicht? Rage Quit. Nein. Ja, auf YouTube bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Nächster Zelda-Stream ist dann nach Adams Riese nächste Woche Dienstag. Ja. Und dann müssen wir auch schon ein bisschen vorproduzieren, weil bald ist ja Urlaub. Ja, da gibt es dann eine Woche lang kein Stream und da muss ich dann ein bisschen vorproduzieren, aber das ist ja noch genug Zeit. In diesem Sinne, auf YouTube bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vielleicht ist die nächste Folge ja schon da. Wer weiß. Hallo Mand. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Okay. Tschüss auf YouTube und macht's gut.